wenn du es wirklich noch einmal so machst, dann schwöre ich dir, dann ist das das letzte Mal, dass du dieses Teil hinkniest. Setz dich jetzt hin. Los! Bis dann. Wunderschönen guten Morgen, Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute kommt das Informationsvideo über Hashtag Schauspielchallenges. Und wenn ihr den Anfang richtig schon gesehen habt, wird es ziemlich, ziemlich spannend, weil es geht darum, dass wir jede Woche oder jede zweite Woche versuchen, eine kleine Schauspielchallenge zu machen. Nein, doch. Und sei es jetzt so, ich stehe hier, hier steht jemand, oder ob es aus der Ego-Perspektive aus einer Person ist, wie am Anfang jetzt, das weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht, weil es wird jedes Mal anders sein. Jetzt gerade wird es so sein, es eher aus der Ego-Perspektive sein, wenn meine beste Freundin L da ist, und zwar liebe Larissa, vielleicht kennt ihr sie noch, und ja, meine beste Freundin jetzt mittlerweile, und ich freue mich darauf, und ich muss sagen, wie es ist euch, Freunde, wenn sie da ist, werden es krasse Schauspiel-Challenges kommen. Fine. I'll do it myself. Krasse Geschichten. Sie hat eine krasse Kreativität. Und wenn ihr sehen wollt, wie, ich frag mal, ob ich hier ein, zwei Sachen von ihr einbauen darf. Deswegen, wenn ja, dann hier bitte. So, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es einblenden konnte oder nicht. Wenn ja, dann ist es gut. Wenn nein, dann ist es zwar schade, aber das ist danach ihre Entscheidung gewesen. Weil ganz ehrlich, sie macht geile Sachen. Sie hat eine gute Kreativität und deswegen machen wir sehr viele Challenges dann. Bald ist mein Geburtstag nämlich, am 2.7. Ich werde 22, ich werde ein alter Haas. Aber erst mit 22 eine Kamera. Und Freunde, falls ihr euch fragt, wie viel Uhr ist es da, dass du so laut schreien kannst gerade ein bisschen. Naja, schreien kann ich nicht. Wir haben es gerade jetzt gleich 7 Uhr morgens. Deswegen schreien dürfte ich eigentlich noch gar nicht, weil es ein bisschen zu früh am Morgen ist, um zu schreien. Und wenn ich mich manchmal bewege, das ist, weil ich nicht weiß, wo ich jetzt mich hinstelle, damit ihr mich gut seht oder ich mich nach später gut sehe. Und... Hallo there. Ja, mein Bruder wird wach. Ja gut, egal, Freunde. Ich mach's jetzt kurz. Wir sehen uns in der Drinne wieder, weil jetzt habe ich was Kleines für euch vorbereitet. Moment, wir sehen uns drinne. So, Freunde. Nächste, und es geht weiter jetzt. Ich habe nur eine andere Position jetzt genommen, weil jetzt es ist etwas gemütlicher. Jetzt kann ich mich hier hinsetzen. Hier ist mein berüchtigtes Notizbuch. Da schauen wir jetzt noch nicht rein. 6,5 Stunden später. Aber zu einem späteren Zeitpunkt, also etwas später, in diesem Verlauf des Videos, schauen wir ein bisschen rein. Und ja, da steht gerade noch nichts drin. Say, hold up, wait a minute. Aber ich sage euch das, was ich euch sagen möchte für die erste Schauspiel-Challenge, die jetzt bald in der Zukunft kommt. Und jetzt erstmal, Leute, nehmt euch ein Glas Wasser, nehmt euch ein Glas Tee, Kaffee, Bier, was ihr auch immer ihr gerne trinkt am Morgen. Und trinkt mal einen schönen Schluck mit Bier. Und... Prost. Also in meinem Fall ist jetzt gerade erstmal nur Wasser drin, deswegen kann ich das so schnell trinken. Danach kommt erstmal wieder ein Tee bei mir, dass ich wach werde, und später ein Kaffee. Ich merke, ein Kaffee tut am Morgen auch manchmal sehr gut bei mir. Und ja, Freunde, es kommt 2024-25 der Spielfilm. Alter. Das ist eine extreme Schauspiel-Challenge, weil ich daran selber arbeite schon sehr, sehr lange. Und ich weiß nicht, ob ich gerade in die Kamera die ganze Zeit reingeschaut habe. Wenn nein, hier ist der Bildschirm. Ich muss mich daran gewöhnen, dass hier ein Objektiv ist. Kein Handy mehr, weil, Freunde, wenn ihr wisst, so lange habe ich mit dem Handy gefilmt. Und jetzt zum ersten Mal mit der Kamera. Das sind schon Welten dazwischen. Deswegen sage ich euch, wie es ist, Freunde. Ich lerne es gerade. Wenn ich Fehler mache, dann bitte seht es mir nach. Aber, hey, sing. Mach ich einfach so, wie es ist. Ich setze mich so hin, dann kann ich euch direkt anschauen in die Augen. Ich sehe und nämlich euch. Und ihr seht mich. So, Freunde, ich weiß nicht, wie lange dieses Video gehen wird. Ich hoffe wenigstens mal ein bisschen länger, statt nur 2 Minuten wie der Asia-Vlog, weil der Asia-Vlog war
mein erster Versuch mit der Kamera zu filmen. Ja, ich habe das Essen da trotzdem mit dem Handy noch gefilmt, weil ich nicht die richtigen Einstellungen hatte, die richtige Perspektive, das richtige Bild und weiß Gott was. Aber egal, jetzt als Info, ich öffne jetzt das Buch, aber wir sehen uns wieder in einer neuen Location, weil immer ein bisschen Spannung und Abwechslung tut doch auch mal gut, oder? Bis gleich. So, Freunde, weiter geht's. Ich dachte mal, ich gehe mal in den Ort, wo bei mir früher alles angefangen hat, mit dem Thema, wo ich schon mal früher drehen wollte. Und ja, das ist mein altes Lägerchen. Ich weiß ja, wie ihr auch früher ein Lager hattet. Und hier war mein kleiner Lagerort, wo ich mich mal schon mal zurückgezogen habe, meine Ideen hatte. Und die erste Schauspiel-Challenge wird sein, die ich jetzt mir spontan überlege, tatsächlich, zum Moment gerade. Weil ich jetzt sie noch weiter ausweine. Was würde passieren, wenn John Wick, dieser gute Mann hier, und Bucky Barnes einen Sohn hätten? Ich glaube, ihr habt meine Tasse gesehen, was die aussieht und so. Und deswegen dachte ich so, probieren wir mal ein bisschen was aus. Ich schreibe da mir ein paar Sachen jetzt nieder. Werde mich jetzt ein bisschen schminken lassen, werde meine Brille ausziehen. Ja, jetzt sehe ich gerade gar nichts. Jetzt bin ich blind etwas, aber ist doch egal. Ich weiß immer noch, hier ist das Objektiv. Aber ja, Freunde, was würde passieren, wenn Bucky Barnes und John Wick einen Sohn hätten? Also die beiden hätten einen Sohn adoptiert. Wäre eine interessante Sache, denke ich. Deswegen, Freunde, wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich sagen, bleibt dran. Wir sehen uns wieder am Mittwoch, wenn es wieder heißt 3, 2, 1, Action. Ja, wartet mal. Schönes. Das kann man ja als Outcard nehmen. Am Ende hin. Nein, das wird gut.